Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nachschmeckt's. Heute haben wir wieder was Milchiges am Start und zwar diesmal Smelk Haferdrink, Schoko und Calcium. Wir hatten das letzte Mal schon von Alpro, was war's? Das war Sojadrink und Kokosnussdrink und diesmal haben wir den Haferdrink von Smelk bzw. von Köln. Und mal gucken, ob das besser ist. Die anderen waren ja nicht ganz so toll. Und ja, schauen wir mal, ob das schmeckt. Ja, wie gesagt, die anderen, die fand ich nicht so toll. Der Sojadrink ging einigermaßen. Der Kokosnussdrink nicht ganz so. Ich erinnere mich an Haferkekse. An Hafer an sich habe ich nicht viel Ahnung. Aber ich erinnere mich an Haferkekse, die irgendwie gut geschmeckt haben. Und deswegen hoffe ich, dass hier der Haferdrink mit Schoko diesmal ganz gut schmeckt. Ich würde sagen, wir gucken uns mal an, was hier so drin ist. Ich habe hier wieder mein Kameraproblem. Ich habe echt ein Kameraproblem. Er steht nicht mal scharf. Na, komm schon. Schoko und Calcium steht hier drauf. Oben steht auch noch Köln, laktosefrei ohne Soja. Hier steht Kölnhafer in Norddeutschland angebaut und verarbeitet, vegan und fettarm. Ein Liter ist drin. Und ich muss euch was vorlesen, was ihr hier nicht seht, weil das da oben steht. Da steht nämlich Hafergetränk mit Schokoladengeschmack und Calcium. Zutaten: Wasser, Vollkornhafer 10%, Zucker, fettarmes Kakaopulver 0,9%, Dextrose, Calciumcarbonat, Kakaopulver, Meersalz. Also eigentlich Meersalz, natürliches Varinen-Nil-Aroma, Stabilisatoren, Gelan und Carrageen. So, die Nährwerttabelle, die kriege ich auch nicht richtig rein. Aber ich kann euch sagen, 100 Milliliter haben 52 Kalorien, 0,6 Gramm Fett und 6,9 Gramm Zucker. Hätte ich eigentlich gedacht, dass es weniger ist, aber okay. Und dann steht hier noch, und das könnt ihr jetzt diesmal selbst lesen, nach dem Öffnen im Kühlschrank 3 bis 4 Tage haltbar. Probieren Sie auch Kölns Milk Vanille, Kölns Milk Classic, Kölns Milk Mandel. Ja. Und hier steht noch jede Menge über... Ne, das ist ein Rezept sogar. Schoko Pottridge mit Banane und schokoladiger Birnentrunk. Okay. Und hier oben steht noch mehr, aber... Das erspare ich uns mal. Was steht hier noch? Hier steht wahnsinnig viel drauf. Nur aus gutem Hafer wird ein guter Haferdrink, ein Smelk-Haferdrink. Für unseren Smelk-Haferdrink nehmen wir ausschließlich Hafer aus Vertragsanbau. Dafür arbeiten wir mit einem landwirtschaftlichen Familienbetrieb auf der Insel Rügen zusammen. Hier wird der Hafer sinnvoll in Fruchtfolge eingebunden und bekommt alles, was er braucht. Feuchtes Klima nach der Saat und viel Sonne vor der Ernte. Durch den persönlichen vertrauensvollen Kontakt zum Erzeuger ist es Köln möglich, den Hafer von der Auswahl der Hafersorte über die Reife auf dem Feld bis zur Ernte in einer Hand zu wissen und kompetent zu begleiten. So wird aus Rügenhafer, Kölnhafer die Voraussetzung für Smelk. Oder für den Drecker. Ach, das ist aber schön gemacht hier. Dieser Barcode mit dem Drecker, oder? Das ist schön. Ja, aber die lange Rede, kurzer Sinn. Lasst uns das Ganze mal probieren. Also nehmen wir uns jetzt hier ein Gläschen und machen das Ganze mal auf. So. Was haben wir denn für einen Verschluss? Ich muss jetzt mal reingucken. Okay, ein ganz normaler. Und dann schütten wir das mal hier so ein. Okay. Nicht zu viel, würde ich sagen. Und dann machen wir das wieder zu. Und dann lege ich euch das schon mal dahin und ich hoffe, dass es dicht ist. Und ich würde sagen, ich mache erstmal den Riechkolbentest. Ihr könnt euch das auch gerne mal hier angucken. So sieht das aus. Ich mache mal den Riechtest. Riecht im ersten Moment ganz gut. Und ich probiere. Okay. Nochmal. Kann man trinken, hat aber einen leicht, oder gar nicht mal so leicht, einen bitteren Nachgeschmack. Auch das kann man mit normaler Milch nicht wirklich vergleichen. Schmeckt allerdings besser wie Soja
und Kokosnuss, vor allem besser wie Kokosnuss und auch besser wie Soja. Ist leider ein bisschen bitter, ich weiß nicht genau warum. Also für meinen Geschmack ist es ein bisschen bitter, so am Gaumen hinten. Schmeckt aber insgesamt ganz gut. Schokoladig, ja. Doch, ich glaube, im Gegensatz zu den anderen zwei Sachen werde ich den Liter auch mal wegtrinken. Kann man trinken, ist ein Ersatz, könnte ein bisschen dicker sein. Ich habe immer das Problem, dass das ein ziemlich dünnflüssig ist. Gerade bei Hafer hätte ich mir jetzt vorgestellt, dass das ein bisschen dicker ist. Ist es aber leider nicht. Ist ein bisschen sämiger, wäre schön gewesen. Bisschen dünn, bisschen bitter, sonst ganz gut. Bekommt von mir eine Wertung. Fünfeinhalb Punkte. 5,5 von 10 Punkte kriegt der Trink von mir. Weil, ja, wie gesagt, ein bisschen bitter, ein bisschen dünn. Ich glaube, bei Hafer ginge da eigentlich mehr. Schade. Ja, ist aber Ersatz. Also, wenn ich jetzt laktoseintolerant wäre oder wirklich vegan leben würde, glaube ich, würde ich den so lange trinken, bis er mir schmeckt. Weil, ja, vegan könnte ich eigentlich gar nicht. Bin zwar Vegetarier, aber vegan ging nicht. Leider. Gut, 500 Punkte. Und jetzt seid ihr gefragt. Schreibt mal in die Kommentare, habt ihr auch schon mal Hafertrink probiert oder Sojatrink oder Kokosnusstrink oder irgendwas? Ich weiß, die Chibi hat immer ganz tolle Ideen. Hauen mal rein. Und ja, dann würde ich sagen, kommentieren, liken, teilen, machen, tun. Abonnieren natürlich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.